Ja, ist das Mikrofon jetzt angeschaltet? Ich hoffe, Sie können mich hören. Zunächst vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen und diese Intervention zu machen. Ich gebe es zu, der Titel ist etwas sperrig, der phantomatische Körper der Philosophie. Aber es ging um das Stichwort Körper, wenn ich mich richtig erinnere. Und mit dem Körper haben die Philosophen ein Problem, glaube ich. Also man könnte fast Philosophie definieren als dieses Problembewusstsein in Bezug auf die Korporalität dessen, was man Denken nennt oder die Seele. Es gibt eine Art Kardinalphantasma des abendländischen Denkens, eine Art Kardinalfantasie. Und wenn wir vom Phantasma reden, sind wir bereits bei den Gespenstern und bei den Phantomen. Und das wird ein Motiv meiner Intervention sein, das Verhältnis von Subjektivität und Phantomatik. Oder inwiefern gibt es ein Subjekt nur als gespenstische Entität? Das ist die These, über die ich heute reden möchte. Sie wissen, dass die Kategorie des Subjekts, also was ist Philosophie, wenn nicht die Geschichte der Selbstadressierung des Menschen, die Selbstbefragung des Menschen, wer bin ich? Das ist eine der Grundfragen der Philosophie von Anfang an, der abendländischen Philosophie insbesondere. Und die Frage, wer bin ich, lässt sich natürlich nicht lösen und nicht trennen von der Frage, was ist Realität, was ist Welt und wie steht es um die Realitätsverklammerung oder um die Weltverklammerung des Menschen oder des menschlichen Subjekts? Also es gibt da eine Art von Subjekt außen oder was wir die Welt nennen, unsere geteilte Welt, was wir Realität nennen, auch im alltäglichen Wortgebrauch und so. Und das sind also Grundfragen der Philosophie. Was ist Realität? Wie konsistent ist das, was wir Realität nennen? Denn offenbar hat der Begriff der Realität eine gewisse Funktion, so wie alle philosophischen Grundbegriffe zunächst eine Funktion haben. Und ich denke, die wesentliche Funktion, die Fundamentalfunktion dieses Begriffes der Realität liegt darin, uns eine gewisse Konsistenz, eine gewisse Verlässlichkeit, eine gewisse Vertrautheit zu suggerieren oder zu versprechen. Also Realität ist ein Konsistenzversprechen. Und die Frage nach der Realität und nach der Welt lässt sich nicht lösen von der Frage nach der Realität des menschlichen Subjekts. Also wie konsistent bin denn ich und wer bin ich denn? Oder wer ist dieses Ich, das sich selbst adressiert, wenn es so ist, dass Philosophie oder Denken eben eine bestimmte Selbstadressierungspraxis meint. Also die Frage, wer bin ich, die wird gewissermaßen nicht nur nach außen hin auf irgendetwas mir Fremdes gestellt, sondern in dieser Frage bin ich impliziert. Und das liebe ich in der Philosophie und ich gebe es zu, vielleicht bin ich nie von einer gewissen Sachre-Lektüre weggekommen, aber eine gewisse existenzielle Selbstimplikation, ja, die gehört zur Philosophie. Und deshalb, Krasimira, meine Mühe mit dem akademischen Betrieb, denn eins ist mir aufgefallen an der Universität, ich habe auch mal Philosophie studiert, aber nur kurz, und mir ist schnell aufgefallen, sehr bald aufgefallen, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das beobachten kann, und das nicht nur in der deutschen, ich habe in Freiburg studiert, oder in Paris und so weiter, und es gibt eine bestimmte akademische Neutralisierung des Denkens, eine bestimmte Form, das ist kein Ressentiment, das ich hier ausdrücke und so weiter, ich habe auch viel Respekt vor der akademischen Arbeit bestimmter Philosophieprofessoren, aber suchen Sie mal einen Philosophen an der philosophischen Fakultät. Das ist gar nicht so leicht, weil die meisten machen tatsächlich Philosophiegeschichte und sie entschärfen gewissermaßen das Denken schon zu einer Art akademischen Praxis. Also Leute, wenn Philosophie das wäre, Bücher schreiben über Leute, die Bücher schreiben, dann wäre dieser Begriff von Philosophie zumindest nicht vollständig. Warum? Denn ich denke, diese Frage, wer bin ich, die impliziert mich selbst als Fragenden, mich selbst als Objekt der Frage und mich selbst als Subjekt der Frage. Es gibt also eine Art Subjekt-Objekt-Verklammerung, die sich in dieser Identitätsfrage stellt und oder zeigt. Und deshalb denke ich, das sind Grundfragen der Philosophie, an denen wir nicht vorbeikommen, an der Universität oder anderswo. Wer bin ich? Wie konsistent ist das? Oder was ist das überhaupt, dieses Ich oder dieses Subjekt, das spricht? Gibt es überhaupt so etwas wie ein Subjekt? Und wir wissen, dass die Philosophie des 20. Jahrhunderts insgesamt, wenn es eine gewisse Kohärenz gibt, sagen wir, der Philosophie ausgehend von Nietzsche, Sie wissen, dass Nietzsche 1844 geboren ist, 1900 gestorben, das ist natürlich ein kontingentes Datum, aber Nietzsche eröffnet gewissermaßen mit seinem Tod das 20. Jahrhundert, die Philosophie des 20. Jahrhunderts in ihrer hyperbolischen oder exzessiven, sagen wir, Unterschiedlichkeit, diese verschiedenen Positionen, Adorno, Heidegger, Wittgenstein, Deleuze, Badiou heute, George Agamben und so weiter, das sind alles singuläre Positionen, ich bin nicht dafür, diese Singularität zu ignorieren. Und dennoch denke ich, es gibt etwas, was die Philosophie des 20. Jahrhunderts insgesamt verbindet, und das ist die Infragestellung eben der Kategorie des Subjekts. Also macht es weiterhin Sinn, sich selbst als Subjekt zu adressieren?